Guten Morgen, Freunde. Es ist 4.30 Uhr und ich sage euch eins, das heutige Abenteuer wird vielleicht eines der krassesten in meinem Leben. Ich bin mal wirklich gespannt. Ich habe immer gehofft, dass mich mein Job hierher führt, nach Afrika, nach Uganda. Wir suchen eins von ungefähr 1000 Tieren, was es auf dieser Welt gibt, was es nicht im Zoo gibt, nur in der freien Natur, was, glaube ich, eines der krassesten Tiere der Welt ist. Ich nehme euch heute mit, so gut ich kann, auf die Suche nach Berggorillas. Ja. Drückt die Daumen, rein ins Video, los geht's. Ziemlich strapaziösen Fahrt sind wir jetzt hier angekommen am Basiscamp. Von hier aus starten wir dann gleich Richtung Gorilla-Gruppe. Vorher gibt es noch ein Briefing über die Verhaltensregeln und so weiter. Sicherheit, dies, das. Freue ich mich drauf. Let's go. Wir sind vom Basiscamp etwa anderthalb Stunden gefahren bis zum Briefing, bis zum Meeting, wo wir Polizisten und Ranger abgeholt haben. Ihr seht hier quasi die letzte Zivilisation und da ist Forest, also Regenwald. Das ist aber mal ein riesiger Wurm. Alter! Jetzt könnten wir ein bisschen angeln gehen da unten. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Der ist ja locker 40 cm. Wow! So Bear Grylls Style. Nein. Geh mal hier ins Gras, nicht auf den Weg, sonst fährt noch eine Kugel nicht drüber. Ciao. So, kurzer Wurmstopp. Und jetzt ist es so, dass heute Morgen schon, als wir auch aufgestanden sind, eine Gruppe von Rangern unterwegs ist im Wald und dort danach schaut, wo jetzt eine Gorilla-Gruppe ist. Weil man kann nicht auf gut Glück in einem hunderte Quadratkilometer umfassenden Nationalpark Gorillas finden. Auch wenn es hier 459 Tiere gibt. Übrigens gibt es weltweit 1006. 459 davon hier in dem Nationalpark. Die Gorillas, die wir hier heute hoffentlich finden, die gibt es nicht im Zoo. Man hat versucht, die einzusperren, aber die sind immer gestorben. Also eine zu komplizierte Art an Menschenaffen, die wir als Menschen nicht halten können. Na gut, deswegen auf in die Freiheit. Schauen wir mal. Wird schon. Guck mal, hier war doch jemand am Start. So, der Fluss ist ein bisschen stärker als erwartet. Oh, müssen wir trotzdem drüber. Nützt ja nichts, weil wir müssen da in den Dschungel rein. Man ist unterschiedlicher Meinung, ob man da rüberkommt oder nicht. Ich sag ja. Aber zur Not schwimme ich darüber. Ist mir scheißegal, wenn es Gorillas gibt. Boah, ich sag euch, ich fühle mich so scheiße, aber die lassen mich nicht mithelfen. Das ist super gemein. Die Flusssituation dauert jetzt schon eine Dreiviertelstunde. Mal gucken, ob das was wird. Wer sagt ja? Na dann. Gar kein Problem. Da kann im Prinzip ziemlich viel schief gehen. Aber wie man in Afrika so schön sagt, Safety is optional. Scheißdreck. Jetzt noch ein paar Steine dazu. Was geht noch? Ich brauche Sauerstoff, sofort. Oder Reinhold Messner. So. Slowly, slowly geht's voran. Wir haben jetzt schon 300 Höhenmeter überwunden. In
knapp 10.000. 169 knapp Schritten. Ja, ist ein bisschen anstrengend, aber Puls ist okay. Bei 95. Ich glaube, ich habe mich langsam an die Höhe gewöhnt. Kleiner Tipp übrigens vom Wanderkönig. Haltet immer Abstand zu eurem Vordermann, weil wenn man rutscht, dann geht schnell der Fuß nach hinten und ins Kauleistchen. Und das tut weh. Deswegen immer schön Abstand halten, dann ist die ganze Nummer ein bisschen sicherer. Safety Rules fürs Wandern mit Robert Wagnermann, der gar keine Ahnung vom Wandern hat. Und immer mehr Berghoch. Ist auf jeden Fall anstrengend, so dass einem die Ohren klingeln. In der Luftfeuchte, die liegt hier bei fast 100%. Es sind so um und bei 27 Grad. Und es geht halt wirklich den Berg richtig hoch, also wirklich hardcore. Nur so ist das Erlebte wirklich auch erlebt. Kurzer Stopp, da muss man so aussehen, als ob man das nichts ausmacht. Hi. Jetzt weiß ich, warum die Berggorillas heißen. Verdammte Scheiße. Nächstes Mal filme ich Flachhandgorillas. Nachdem wir den ganzen Berg raufgelaufen sind, gehen wir einfach auf der anderen Seite wieder runter. Wenn man hier fällt, dann fällt man wenigstens auf was Angespitztes und ist gleich tot. So, die erste Spur. Kacke. Okay, guck mal. Hier sind die Gorillas durch. Jetzt ein bisschen Pflanzen an die Seite. Das ist aber ein Haufen vom Chef, oder was? Alter. Schuhgröße 45. So, guck mal, hier haben die Gorillas geschlafen. Da sieht man eindeutig das Bett. Und dann sind sie hier runter. Hier das nächste. Wisst ihr noch, als ich vor 2 Stunden gesagt habe, wir sind gleich da? Kleiner Telefonstreich. Es geht hoch, runter. Es passiert gar nichts, außer dass es mehr Schritte werden. Man muss dazu sagen, das sind nicht einfach Blätter, es sind Brennnesseln. Ja. Die man sich immer schön vom Gesicht weghalten muss. Mhm. Diese verdammten Stingnettles, die sind hier überall. Das heißt, man muss hier im Prinzip durch den Dschungel, ohne auch nur einen Quadratmillimeter zu berühren. Sonst es brennt und tut weh, da macht ihr euch keine Vorstellung von. Oh. Selbst durch Handschuhe, Alter. Und die sehen auch schon so mies aus. Hier, guckt euch das an. Und jetzt ratet mal. Ganz genau, jetzt kommt der Regen dazu. Es macht so viel Spaß. Das Gute ist, das macht das Ganze hier ordentlich slippery, so dass man im Prinzip den Berg nur noch runter slidet. Na gut. Ich bin mega zu faul, meine Regenjacke anzuziehen und so ein bisschen Regen. Im Regenwald gehört ja auch irgendwie dazu. Irgendwo da drin werden sie wohl sein. Gucken wir mal. Da, aber jetzt muss ich Maske aufsetzen, meine Kamera im Regen rausholen und dann versuche ich mal ein paar Bilder zu kriegen. Thank you.
Menschen. Das Display geht nicht mehr. Kamera beschlägt, ich sehe wirklich gar nichts. Bei mir ist so, es ist 100% Luftfeuchte, 30 Grad. Wir hocken hier im Dschungel. Also ich kann nichts machen, tatsächlich. Ich sehe nichts. Kann mich scharf stellen. Völlig sinnlos. Die Gorillas hocken mit dem Rücken zu uns, hinter den Blättern. Geht nichts. Was macht man in so einer Situation? Kamera weglegen. Da unten sitzt der Silberrücken. Da sind noch zwei Weibchen. Und da ist das kleine, sehr frohwitzige Baby. Ja, ist nicht so einfach. Die sitzen alle im dichten Blattwerk. Und ab und zu ist das Problem, dass das Baby ab und zu rausgeschossen kommt und versucht, meine Kamera zu grabben. Und das Mama und Papa gar nicht so gut gefällt. Und dann kriegt man immer einen halben Herzinfarkt. Aber ich kann natürlich nicht filmen und euch das immer zeigen. Also, ihr müsst einfach die Aufnahmen genießen, die ich jetzt mit der dicken Tüte irgendwie kriege. Es ist auch so, dass man einfach nur hinschauen möchte und das Ganze erleben möchte. Das ist natürlich schwierig als Filmemacher und Fotograf, aber man muss sich auch mal die 5 bis 10 Minuten nehmen und einfach nur hinschauen. So, nach einer Stunde ist der Spuk vorbei. Dann muss man die Gorillas verlassen und darf dann morgen wieder kommen. Jetzt müssen wir 4,5 Stunden zurück. Man kann diese Tiere nur hier sehen, nur in diesem Dschungel. Die gibt es nur hier in diesen Bergen. Die letzten. Seht zu, dass wir diese letzten Regenwälder irgendwie schützen. So wie in Peru, so geht das auch hier. Echter Artenschutz, Freunde, findet vor Ort statt mit Rangern, mit Menschen, hier Ökotourismus machen unter strengen Auflagen und mit Leuten, die Filme und Fotos darüber machen. Alle, die ihr viel jünger seid als ich, ihr müsst diese Scheiße weitermachen, die ich hier die ganzen Jahre mache und zusehen, dass wir irgendwie diesen Planeten noch retten.
Das war der Wahnsinn. Also es war super beschwerlich, da hinzukommen. Das Wetter, das Licht, das Gelände. Ich meine, man kann es sich ja mal anschauen, wie es hier aussieht. Da sind wir runtergekraxelt oder gefallen. Und dann liegen hier alle zusammen mit dem vom kleinsten Baby über den riesen Silberrücken, die sich alle putzen und groomen. Und man sieht jeden einzelnen Tropfen auf dem Fell. Also so krass habe ich es mir nicht vorgestellt und ich war schon super aufgeregt. Zwischendurch muss ich auch ein paar Mal tief einatmen durch die Maske, weil da kommen einem schon so ein bisschen die Tränen in die Augen, muss ich sagen. Jetzt geht so das Adrenalin runter. Jetzt müssen wir erstmal was essen. Und hier seht ihr nochmal beim Gehstock die ugandischen Farben, schwarz, gelb und rot, die dafür stehen. Schwarz, egal woher du kommst, ob nun aus dem Kongo oder Ruanda oder Uganda, alle sind gleich. Alle leben unter der gleichen Sonne, die ist gelb. Und wenn man reingucken könnte, haben alle das gleiche Blut. Und die Farbe ist rot. Finde ich eigentlich eine schöne Geschichte. Mir gefällt die ugandische Flagge sehr. Kleine Wanzenverpaarung. Mhm. Guck mal, die Elefantenspuren hinterlassen richtig kleine Seen. Daraus trinken Schimpansen gerne. Und das ist auch gar nicht so gut mit den Elefantenspuren, weil die Elefanten, die es hier im Dschungel gibt, das sind ja Forest Elephants, also Waldelefanten. Und die sind natürlich nullstens an Menschen gewöhnt, so wie in der Savanne bei einer normalen Safari. Und die gehen dann sofort Vollgas, 100% auf Konfrontation. Und ihr seht die Bäume, hinter denen ich mich hier verstecken könnte, die halten sich in Grenzen. Deswegen haben die Ranger AK-47 dabei, dann wird in die Luft geschossen und dann verpieseln sich die Elefanten. Sie sagen aber, das ist noch nie vorgekommen. Wobei meine Frage dann wäre, wenn ihr das noch nie gemacht habt, woher wisst ihr dann, dass die Elefanten abhauen? Das werden wir hoffentlich nicht rausfinden müssen. Wobei ich schon Bock hätte, Waldelefanten zu sehen. Gesagt und zack, Elephant in front. Okay. Naja. Echt ohne Scheiß. Vor einer Minute habe ich das andere Video gemacht. Ach. Vielleicht sollte ich einfach aufhören, Videos zu machen und sagen, ey, das ist super cool hier. Gar kein Problem. Warum guckt der Polizist so besorgt? Alter Schwede. Ganz nah am Elefanten vorbei. Und auch noch ein großes Männchen. Alter. Das kann doof ausgehen.
mache mir hier absolut gar keine Sorgen um Schlangen oder so. Hier sind es eher Pflanzen und Waldelefanten. Schöne Elefanten umrundet. Und hier seht ihr auch Erholungszeit verzögert. Aufgrund des hohen Aktivitätsgrad heute haben sie sich ihre Blablabla, Erholungszeit 5 Stunden bräuchte ich jetzt. Ja, das ist ja aber gut gerechnet hier. Mann. Guck mal, wo wir hier gerade so schön in der offenen Heide sind. Nochmal so ein bisschen über die Vermehrung auch sprechen. Das wollt ihr auch mal wissen. Also bei Gorillas ist es so, dass die, wenn sie ein Kind bekommen, ein kleines Baby, dass das übrigens nach 8,5 Monaten, also fast wie bei uns, geboren wird. Und dann ist das sehr lange bei der Mutter, bis über 4 Jahre, bis sie so ein bisschen flügge werden. Ne? Und tatsächlich können die nach 9 Monaten schon anfangen, am Grünzeug rumzuknabbern. Aber die werden bis zu 4 Jahre gesäugt. Oh, auch einige Menschen. Naja. Und dann gehen sie so ein bisschen ihren eigenen Weg, bleiben aber in der Gruppe. Und wenn es ein Männchen ist, dann wird der ja irgendwann zum Silverback, ne? Also zum Silberrücken. Am Anfang ist er ein Blackback, also ein Schwarzrücken, der ist so 9. So, und wenn er dann 13 ist ungefähr, dann fängt er langsam an, Silber zu werden, und dann wird es ernst. Dann kann er sich mit Fatih prügeln, das passiert aber in der Regel eigentlich nicht, sondern einige der jüngeren Weibchen sind vielleicht schon ein bisschen in das junge Männchen verliebt und dann verlässt er die Gruppe und nimmt eine seiner Damen mit. Es gibt aber auch Kämpfe und der Gorilla, der das erste Männchen, müsst ihr mal genau auf meine Bilder gucken, der hatte auch einen ordentlichen Lippenschmiss, den er sich in einem Kampf zugezogen hat. Also das passiert auch schon mal, aber grundsätzlich sind die Gorillas nicht so, ich sag mal, brutal wie die Schimpansen. Also die Gorillas sind irgendwie, ich möchte fast sagen, sanftmütiger. Die sind zwar groß und wirklich, als heute der Silberrücken vom Baum runtergekrochen ist, Alter, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist echt ein riesiges Tier. Der wiegt halt über 250 Kilo und ist ein ultra krasser Brocken. So, und als er runterkam, erst dann darf die Gruppe weitergehen. Die waren schon so ein bisschen aufgeregt und die Kleinen müssen alle warten und die Weibchen, bis der Big Daddy runterkommt. Erst dann geht man weiter. Der hat übrigens immer alles im Blick und hat auch so richtig die Ruhe weg. So ein Silverback, das ist so ein richtiger Ruhepol in der Gruppe. Und die Ranger hier sagen übrigens, weil das auch natürlich immer von euch so eine Frage ist, wer würde jetzt gewinnen, Schimpanse oder Gorilla? Und da sagen die Ranger eindeutig die Schimpansen, weil die sind viel cleverer. Kann ich jetzt so aus der Beobachtung, ja, die sind anders. Die sind mehr menschlich, also die wirken planerischer, intelligenter, ist schon so, ja. Und die arbeiten hardcore in großen Gruppen. Und das ist der große Vorteil der Schimpansen, sozialisiert, ne? Und die passen sehr gut auf. Was jetzt? Schon wieder ein Elefant? Nee. Wo war ich denn stehen geblieben? Irgendwo, bei Schimpanse versus Gorilla, genau. Also die Schimpansen sind den Gorillas deutlich überlegen, wenn es mal zu Konflikten kommt, aber die gehen sich in der Regel aus dem Weg. Aber wenn, dann gewinnen die Schimpansen. Die sind brutaler und Schimpansen sind einige der wenigen Säugetiere, die Werkzeuge benutzen. Das heißt, die holen sich auch mal einen Knüppel und erschlagen wirklich andere Tiere. Ne? Und ich habe auch mal von einer Schimpansenfamilie gelesen, die sich Stöcke anspitzen und damit andere Säugetiere im Baum jagen. Und in so Löcher stechen, wo so kleine Squirrels oder so drin sind. Und die Schimpansen, die sind krass, weil die sprechen sich natürlich ab. Ich habe euch das ja schon im Schimpansen-Video erzählt, wie die Affen jagen, also andere Primaten und so. Das ist schon echt spannend. Übrigens, kleiner Nachtrag nochmal zu meiner Silberrücken-Geschichte. Es kann auch sein, dass es manchmal 2 Silberrücken gibt. Ey, so eine Familie würde ich gerne mal sehen, weil ich bin ein großer Silberrücken-Fan. Wenn die sich einfach nicht streiten und sich gut verstehen. Aber so grundsätzlich muss ich sagen, ich finde die Gorillas noch einen Ticken geiler als die Schimpansen, wenn ihr mich jetzt fragt, weil ich kann es euch nicht mal so richtig sagen, warum. Es ist einfach die Größe, es sind sehr große Tiere und sind da trotzdem friedlich und machen vom Geräusch her nur so, also sehr tiefes Grummeln und die Sanftmütigkeit, die Lustighaftigkeit, wie sie miteinander umgehen. Ich finde sie einfach geil.
Die lösen in mir ein schönes Gefühl aus. Wirklich ein tolles Tier. Und mir macht es auch viel, viel Spaß zu sehen, wie Ranger und Jungle Police die genauso lieben. Und noch mehr. Und das, obwohl sie schon hunderte Male gesehen haben. Das ist echt geil. Macht Spaß, mit den Menschen hier zu arbeiten. Wie geil ist das denn? Wir brauchen keinen Ast. Juhu! Das war der Grenzfluss, der die Zivilisation vom Dschungel trennt. Danke, Dschungel. Und los geht's. So, zurück in der Zivilisation. Jetzt nur noch ein paar Kilometer. Hallo, hallo, Guys. Okay. Schweine alleine? Ich hätte auch so gerne ein Hausschwein. Morgen. Das ist jetzt, weiß ich nicht, Tag 11 oder 12 der Expedition. Jede Nacht ist wirklich kurz, immer frühes Aufstehen, ist jetzt gerade kurz nach 5. Die Tage haben in der Regel zwischen 25 und über 30.000 Schritten, viele Kilometer. Ich merke es jetzt ist der erste Morgen, wo ich es merke. Und ich bin einfach völlig, völlig im Arsch. Und heute habe ich nochmal einen Ultramarsch vor mir. Das wird lustig, es wird spaßig. Für euch vielleicht, für mich nicht. Naja, könnt ihr dann in die Kommentare schreiben, da lebt man heute ganz schön viel rum. Oder ihr macht es einfach mal selber. Freunde, Tag 2. Dann gucken wir mal. Bis jetzt haben sie noch keine Gorillas gefunden, aber wir sind ja dran. Auch wenn ich Wandern hasse, aber hier ist es geil. Wirklich. Meine Güte. Ja, deswegen die Berggorillas in live sehen, das ist unbeschreiblich. Und ich hoffe, heute kann ich noch mal ein paar richtig gute Bilder einfangen. Guck mal, obwohl das richtig anstrengend ist, ist man richtig gut drauf. Weil das irgendwie, das macht einem so ein schönes Gefühl, zu wissen, dass es diese Tiere überhaupt noch gibt. Dass sie auf dem aufsteigenden Ast sind und dass es Menschen gibt, ne? Wie immer, ohne Instagram, ohne YouTube, die sich jeden Tag darum kümmern und tatsächlich auch ihr Leben dafür riskieren. Das finde ich immer wieder beachtenswert. Denen muss man mehr Beachtung schenken. Hier haben wir einen Baum, Prunus africana. Und das, was ihr hier seht, sind die Zahnabdrücke von den Gorillas. Weil das verwenden sie nämlich tatsächlich als medizinische Heilpflanze, falls man im Magen zwickt. 99% sind Pflanzen, was ihr hier um mich herum seht. Aber 1% Ameisen und Rinde. Guckt mal hier, das haben wir schon bei den Schimpansen gesehen. Das sind die Früchte, die auch die Gorillas gerne mögen. Ne? Erinnert euch vielleicht. Die so schmecken wie Kirschen. Super geil. Berge über Berge, Höhenmeter über Höhenmeter. Dieses Tier muss man sich erarbeiten. Hier haben wir schon wieder frische Forest Elephant Prints. Und du siehst, dass sie in diese Richtung gegangen sind. Guck mal, da. Und dann treten sie mit dem Hinterfuß nochmal da rein. Ihr seht auch, ne, ich kann das hier ganz überspannen. Also von der Größe her sind sie kleiner als die Savannah Elephants. Und die waren Richtung Community unterwegs, wollten ein paar Bananen stehlen. Na gut, mal gucken, wo die als nächstes treffen. Wir sind jetzt 4,1 Kilometer, 2 Stunden 27. Und die Tracker haben tatsächlich eine Gorilla-Familie gefunden, die da unten irgendwo im Tal sich zwar sehr schnell bewegt, aber wir haben die Chance, dass wir da rankommen. Distanz von hier etwa 2 Stunden. Minimum. Ja, ja, die muss man sich halt erarbeiten. Ja, bergauf
ist immer so mit 160 bis 165. Das war heute etwas einfacher, knapp 3 Stunden, nur 4,4 Kilometer. Und wir sind an den Gorillas und die sitzen dort oben im Baum, wo man sie natürlich nicht sieht. Ganz schwierige Foto- und Filmbedingungen, weil die Sonne kommt quasi von da. Und alles hier drin ist komplett dunkel, seht ihr, ne? Los geht's, ab jetzt wieder mit den dickeren Kameras. Leute, ihr wisst ja, wo ich immer meine Handschuhe attached habe. Und der da ist gerade angekommen und wollte sie stehlen. Das Schwein. Er hat sich auch danach schön totgelacht. Aber die waren sehr gut dran. So einfach kriegst du meine Handschuhe nicht. Ich weiß, die sind geil. Ist ein bisschen beleidigt auch. Da unten ist der Silverback im Gebälk. Ja, ihr seht, wie schwierig das ist, ne? Da ist mit der Kamera nicht ranzukommen, näher kann man nicht. Von oben nach unten, das Licht ist schwierig. Und man muss Angst um seine Handschuhe haben. Und im Hintergrund wieder Schimpansen. Erst die Gorillas nur oben im Baum und dann am Boden. Sehr, sehr schwer für mich zu machen. Also echt, das ist das Schicksal eines Wildtierfilmers. Und jetzt müssen wir wieder zurück. Aber die hier zu sehen, Leute, alter Schwede, geht nichts drüber. We'll be right back.
So, yes. Owen, yes. First of all, thank you very much for giving me that experience. I appreciate that. It was very amazing to see the mountain gorillas. You at home can be part of conservation. Mm. It's very easy by just coming here to preserve the gorillas. So, because Owen can explain what happens to the money. 80% of the money the tourists pay, it is does not end right from here, but it is being extended to other 9 more parks out of the 10 parks that we have in Uganda. And also to pay the salary to the staffs. Yes, in order also to do the conservation indirectly. And this is very important to understand, that you actually as a tourist don't destroy places like this. You are part of conservation. It's because as long as the gorillas are here, and people like I want to see gorillas, this park is preserved. So yeah, please come here to Uganda, visit Owen, and see the gorillas, and be part of the conservation. Owen, I have a present for you. And actually, you are the first person in the whole world who receives this from me. And this is a very special patch. You guys know this patch. Thank you. This is the much. Mission Erde patch. Mission. And it means, look at this, it's everything is connected. From the air where the birds are, to the planet where the plants are, to the water where the fish is. Everything is connected. And I wanted to give all these patches to people who are doing a great job in terms of conservation and protecting my favorite animals. Wow. You've done great. And you are the first person ever receiving this. Thank you very much to have that honor. You're very welcome. First person to have this. Cool. Thank you very much. And I hope to see you again, Owen. I hope to see you. Maybe if you can try to change something. Yes, we will. And we may see Owen again. Okay. Thank you so much for taking care of the gorillas. Enjoy. Thank you. Yeah. Ein Satz, den der Owen gesagt hat, den ich richtig geil fand. Er hat ja schon Menschen mit Behinderungen hier hochgebracht oder auch tatsächlich ältere Menschen, die nicht mehr so gut laufen können oder Kinder. Und er sagt, ist alles scheißegal. Solange deine Augen funktionieren, mache ich das möglich, dass du Gorillas sehen wirst. Und das finde ich doch, ach, da geht einem schon wieder das Herz auf, gell? Einfach geil, die Leute. Einfach geil. Und na klar, bei dem Terrain, was ihr gesehen habt, passiert tatsächlich auch mal was. Und dann müssen die Leute hier rausgetragen werden, weil Helikoptern, das funktioniert hier nicht. Und dann wirst du eben hier rausgeschleppt. Gar kein Problem. Über Stunden. Also wahnsinnigen Respekt mal wieder an die Menschen, die sich hier um die Letzten ihrer Art kümmern. Um unsere schönen Berggorillas.